Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island. Ich gucke jetzt einmal kurz beim Händler. Der war hier nicht. Wo war der nochmal? Da, genau. Zeig ich mal, was ist das denn? Köderbombe. Zeitzünder lockt Zombies an. Oh, wir haben 76.000. Na, die gönne ich mir. Machete, das war Stimmlaststärke 369, Schaden 526. Oh! Ja, bitteschön. Dann holen wir uns die hier. Genau. 1564. Wieso kann ich die mir hier nicht angucken? Den will er die wohl nicht mehr, was? Naja, gut. Dann machen wir die noch heile. So. Da sind jetzt ein paar Stimmlammer drauf. Ach ja, wir lassen es einfach mal drauf, mal gucken. Dann haben wir da keinen Schock mehr, haben wir nirgendwo mehr Schock drauf. Dann hat der so ein schickes Schwertchen gehabt. See anything you... Ja. Ist aber auch was Stimmler drauf. Black? Nee, egal. Dann habe ich vor, ein paar Nebenquests zu machen. Blaue Bohnen. Und es war Venice Beach. Ocean Avenue. Monarch Studios. Und der Pier. Oder was gibt's denn hier schönes? Militärgranate. Kompass Vorschlaghammer. 500 Dollar. Hier sind noch vermisste Personen. Oh Gott. Ach. Das ist ja direkt hier. Dann machen wir das mal. Ein paar Nebenquests heute. Yeah, what? I just ran into this guy Luther. No, you ran into a mess called Luther. That boy's on random shuffle. He is acting pretty weird. He says you took his bag, and I think that's what's triggered him. Did you take it? That bag was stinking. Ava and Ken were bitching so bad I threw it out. Oh. What was so stinky? I do not want to know. Couldn't get near it without gagging. I just tossed it down the trash chute. Well, he's going to be a problem if he doesn't get it back. He might have to live with the smell. Whatever, go knock yourself out. But if he doesn't calm down, he's going down the chute too. Okay, this will be. Mom's crawling again. Bean cup. Should be easy enough to find. Da wartet schon jemand. So, im Keller. Also runter hier.
Hat die Augen rausgeflutscht. Oh. Jetzt konnte ich ihn gerade nicht treten. Hallo? Achso. Hier warm war noch gar nicht, oder? Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder? Why couldn't the outbreak have happened after garbage day? Ew! No, that's not it. Oh, God. But it sure wasn't the bag. Oh, God. Why couldn't Denise have tossed it in a flower field? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Poesiemüll. Rosen sind rot, Veilchen sind lila. Das Ende der Welt naht, also scheiß auf den Loser und sei für mich da. Mist, das kann ich doch besser. Meine Liebe für dich, sie wächst und wächst. Du hast mich in alle Ewigkeit verhext. Du strahlst wie das helle Sonnenlicht, also nach mir klingt das wirklich nicht. Ich sehe schon, das wird nur einer Ideensammlung auch gut, dann wollen wir mal experimentieren. Hey du da. Hey du da, gut siehst du aus. Lass uns was trinken und dann sinken, voll erstinken vor Liebe. Eva, Eva, Hallöchen, Eva, ach, wäre ich doch deine Beta. Okay. Oh, Computer, wie originell. OD an das Computer Girl. Ich will mich mit deinem Netzwerk verbinden, problemlos deine Firewall überwinden. Du bist die coolste der Computerschnitten. Also komm, ich zeig dir meine Scheiße, das ist bescheuert. Ich weiß, das kommt echt überraschend, aber das muss jetzt raus. Mein Herz setzt bei deinem Anblick nahezu aus. Auf eine Art allerdings, die mir gefällt, aber ich weiß nicht weiter. Du bist vergeben, wir sind befreundet, das kann doch nur scheitern. Aber nach der ganzen Zeit, die wir uns schon kennen, hat sich bei mir was entwickelt. Ich könnte echt flennen, ich habe keine Angst. Du könntest das nicht verstehen, ganz ehrlich, das ist mir egal. Ich habe mehr Angst, es könnte unsere Freundschaft zerstören, eine Höllenqual. Aber ich trete hier bestimmt nicht ab, bevor ich dir meine Liebe gestanden habe. Okay, Entwurf. Entwurf 1, den kann ich ruhig noch überarbeiten. Ich weiß, das kommt echt überraschend, aber es muss jetzt raus. Ein Weinfleck macht den Rest unleserlich. Okay. Pistolenmuni ist voll, sehr schön. Nope. Not here.
Oh. Okay. Aber hier ist nichts. So. Das scheint sie wohl zu sein. Wow, here it is. Oh. Oh, it smells like it's so good at something nasty down here. Wait. If the zombies are smelling the bag, I can bait them with it. Ja, da hab ich mit der Genius Ames? Nix Genius. Wow. Ih, was ist denn da drin? Da Mäuse drin. Genau, geht dann. Oh, ey. Oh. Krusty. Ja, das war jetzt natürlich sehr schlau, die da reinzuschmeißen. Achso, nee, ist gut so. Upsala. Alter, ja, nee, wo kommen die auf einmal? Sicher, ja. Ja, ist klar, war sicher. Ich wollte es werfen. Oh.
Nein, Mann, ich will da auf den Boden schießen. Da wird das entflammt und jetzt kann der mich an. Ja, das machen wir. Ja, das ist hingefallen. Hallo, Pierk. So, die stinkende Kacktasche ist wieder unten. Wer war es? Schuhe? Wollte Schuhe? Oh shit. Nein, hör auf zu sterben. Hör auf, Alter, wenn du jetzt stirbst. Scheiße. Los hier heute. Alles nur in so einer stinkenden Tasche. Das ist, glaube ich, der Schreier. Oh mein Gott. Ich muss wieder runter. Jetzt bin ich blind. Ach, ich habe Raserei, die habe ich auch noch. Komm, komm. Mann, die vergesse ich immer. Wo ist denn jetzt hier eine stinkende Tasche? Oben? Ich hab die oben geschmissen. Okay. Nee, das kann nicht sein, dass sie ganz oben ist. So weit habe ich sie doch gar nicht getragen. Als ob. Aber ich habe die Tasche doch gar nicht. Wieso wird die mir nicht einmal angezeigt? Alter. Wieso wird die mir nicht mehr angezeigt? Mm-hmm.
Ja. Egal. Ich komm davon, wenn man so rumeiern muss. Jetzt auf ein neues. Jetzt läuft's aber besser. Ja. Gut. Mit Absicht gemacht, damit ich da jetzt nicht lang gehen kann. Bitte. Ja, bis jetzt kommt ja nichts, ne? Sehr gemütlich. Shit. Ach komm jetzt. Nein, nimm das. Shit. So, jetzt aber. Mhm.
this thing just full of Luther's stanky laundry? Nee, bestimmt nicht. Das hört sich ziemlich an nach Ratten oder so. Zombie-Ratten. Oh, das wäre es ja. Schon mal vor, der hat da Zombie-Ratten drin. Vielleicht finden wir es heraus. Hier. Yes, yes. Here, take it. You actually, you did it. Thank you. This is Byron. You guys met? I think I would remember. Byron's a hell of a guy, eh? You know, he's always got your back. You could take on anything, you know. Best goddamn friend I ever had. Thanks for bringing him back. It's gonna be okay now. Yeah. All right, man. Okay. Well, I'm gonna go now. Oh God. Go. Oh wait. Hold on. Your reward. Oh no! Please don't. As promised. With our heartfelt thanks. Yeah, bring it in, man. That's up. You thought they could separate me and my best bud? Not a chance. We'll always find a way back to each other. Yeah, nee, tschüss. So, was haben wir jetzt gekriegt? Der macht aber gut Schaden. Der macht mehr Schaden. Vielleicht können wir den ja mal verscherbeln. Hier lang. Moin. Nö, will er nicht. Sack. Rosa! So. Herstellen, das hier. Können wir nur einmal machen, das ist sehr schön. I don't think you're in a fit state to judge if anything's good and clean. Gut, als nächstes. Militärgranate. Das Monarchstudio. Empfohlene Stufe 20, die bin ich ja gerade mal. Oh Gott. Komm, wir gehen mal dahin, wieder zum zum Strand, zu die Krabben da. Blue Crab. Schauen, was der Händler so hat. Da war sie. Ja, ja. Hallo? So. Hallo? Da. Hey, look who's back! Yeah. Did you make it to that hotel? Mm-hmm. Of course. Piece of cake. Awesome. Hey, when you go back there, take some menus. We could start up a delivery service.
Oh, aber er will den Vorschlaghammer haben. Gut, bitteschön. 509. Der hat auch nochmal 2, super. Und einen seltenen Verstümmler. Ich meine, Baupläne immer gut eigentlich, oder? Yeah, and who are you expecting to deliver it for you, Kai? Wo kommt die denn her? Als ob mir immer Schrott fehlt. Mir fehlt immer irgendwas. Moin. Na, wow. Der hat ja viel. Schlimm. So, Trent. Ja, warte. Ich hab nichts. Aber sowas Komisches. Giant fucking root-soaked monsters everywhere. Und gib ihm. Genau, bitteschön. Buchstab. Ja, hier. So, dann sehe ich gerade, der Augenöffner ist fast kaputt. Der ist kaputt fast. So. Man, wir brauchen Guns. Big Guns. Huge Caliber Guns, dude. My folks were fully hate Ashbury. Ja, machen wir auch gleich, wenn wir schon mal hier sind. So. Die kennen wir doch. Dann nehmen wir die doch auch gleich mal an. Ja, das ist drin, ne? Wir kamen ja noch nicht gerade von drin. Egal, dann machen wir jetzt erstmal hier weiter. Oh. Ein Schlachter. Hallo. Was ist denn los hier? Okay, wir bräuchten, glaube ich, dringend diese olle Granate. Ich renne mal außen rum. Oh. Poliswache, ja. Time to break some laws and stock up on guns. Und hier wachen natürlich sehr viele auf. Hallo, kannst du den noch mal treffen? Alter, jetzt geht's mir nicht auf den Zwirn hier. Mm.
Gott, der Clown war einfacher. Der rettet jetzt natürlich wieder und frisst die ganzen. Und auf uns kommen noch 5 Milliarden andere zu. Raserei kann ich nicht aktivieren. So, hat die Kusche da. So, jetzt aber. Schrott, ganz wichtig, brauche ich. Magnetschloss. All doors were meant to be opened. Maglocked. Von hier kommt man nirgendwo rein, oder? Schlüsselkarte. Nö. Okay, das ist, ja. Das ist komisch. All doors were meant to be opened. Ja, oh Gott, wie wär's mal mit Dings folgen hier? Hello? Kabel folgen. Anyone alive in here? Kommt hier noch irgendwas? Nee, ne?
Verhaftungsnotizen. Oh. Vermisste Person Laura. Ist das die Laura, die wir suchen? Vermisste Person Name Laura plus 1 wurde zuletzt gesehen, als sie die Venice-Polizeiwache gezerrt wurde von Cops, nicht von Zombies. Weitere Details, also an Tag 1 war ich unten am Venice Beach, als ich gesehen habe, wie meine Erstsemester-Mitbewohnerin Laura so ein anderes Mädel verhaftet wurden, weil sie irgendeine Arschkrampe halbtot geprügelt haben. Sie hat anständig Ärger mit den Cops. In der Nacht kamen die Zombies, deshalb weiß ich nicht, ob sie sie eingelocht oder laufen gelassen haben. Falls irgendwer in die Nähe der Wache kommt, wäre es super, wenn ihr mal nachsehen würdet, ob sie da nicht noch immer in der Zelle verrotten. Das wäre nämlich echt übel. Außerdem hat ihr Vater mächtig Cola, also ist vermutlich auch eine Belohnung drin. Falls sie weiterführende Hinweise haben, kontaktiere sie bitte den Namen Lauras Vater, aber sag ihm, ich schicke euch, damit ich meine 20% Belohnung kriege. Und hier, Zelle 1, Halliwell Laura H. und Baker Emily A. Beide wegen 242 inhaftiert, Howell zudem wegen 148 und Verdacht auf Gedöns am Strand festgenommen, wo das Paar einen älteren Kaukasmann angriff. Opfer lässt sich am besten als wiederlebende Tod beschreiben. Baker befolgt der Anordnung von Opfer abzulassen. Howell setzt Angriff fort. Verstärkung angefallen, um sie zu überwältigen. Howell plädert auf Selbstverteidigung, behauptet, Opfer habe Baker zuerst angegriffen. Baker erhielt eine erste Hilfe wegen einer Verletzung, bestätigt Howells Geschichte. Opfer vor Ort nicht ansprechbar. In Notaufnahme von Kedras Zernay MDR gebracht. Befragung steht aus. Zelle 2 Brooks Norman. Inhaftiert wegen 404. Verhaftung durch McKenzie. Verdacht auf versuchte Aufwiegelung der Ende der Weltausschreitung verweigert. Vernünftige Antwort auf Befragung, empfehle ihn über Nacht in die Außenrichtungszelle zu belassen. Okay. Okay. Schlüssel. So, these officers aren't down. Bring it on. Oh, mini pack. Noch was? Rule of three. Natürlich. You just need one more key, Ames. Aw. That was almost too easy. All right. What you got for me? Nice. Sturmschrotflinte. I think I'll keep you for myself. No. Zeig mal. Ach so, ist noch nicht fertig. Hier sind noch mehr Waffen. Ja, aber klar. Awesome. You're in luck, crab boys. So be.
Ich würde ja fast sagen zurück, aber wo ist der Schlüssel? So, dann testen wir. Super. So. Wieso kommen die Dicken eigentlich immer? Shit, da komme ich nicht hoch. Ne? Oh nein. Okay, ballern ist auch schon echt witzig. Wenn ich jetzt nicht die ganze Muni verballert hätte. Oops. Poinsen. Hier deine Knarren. What's up? Check it out. I found some guns. Sweet. Where'd you find it? Police station, like you said. Dude, you lifted from a police station? You're crazy, man. But you told me to go there. I say dumb shit all the time, yo. I don't listen to me. Don't you know that place is haunted by zombies? All right. Well, it's not anymore. I cleaned it out, and now you can defend yourselves. Oh, well, thank you very much, Kibutsky. But it's only fair if I trade you for it. So, here. Brave traveler, you are our only hope. Happy? Do you read me? It's Sarah. If you're in the area, I need some help at Monarch Studios. Meet me at my trailer by stage 4. Sure thing. I'll be at stage 4 before you know it. Uiuiui. Der Schrecken von Soundstage 7.
So, eigentlich würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und zwar mit Laura, wenn wir schon mal hier sind. Da hinten. Und dann können wir zu den Monarch-Studios. Ja, das klingt nach einem Plan. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.